Lukcić. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesverkehrswegeplan setzt eine ganz klare Priorität auf Erhalt und Sanierung. Wer sich das anschaut, weiß das. Und natürlich gibt es hier und da noch einige Lückenschlüsse. Die sind sogar notwendig, weil wir in Europa ein Transitland sind in Deutschland. Und es wurde eben zu Recht festgestellt, wir haben eine ganze Reihe an Beispielen, wo die Grünen jetzt auf einmal im Bund sagen, keinerlei neue Baumaßnahmen, in den Ländern aber das Gegenteil gesagt wird. Das ist wirklich ein neuer Höhepunkt grüner Dialektik und grüner Doppelmoral. Es gibt eine ganze Reihe an Beispielen für dieses Verhalten, das wir jetzt heute hier diskutieren müssen. Wir haben zum einen die A49, die eben angesprochen wurde, ist ja scheinbar der Auslöser dieser Forderung. Ich habe mir das vor kurzem noch angeschaut. Da geht es ja darum, Nordhessen besser zu erschließen, hier Dörfer zu entlasten von Verkehr. Da ist der erste und der zweite Bauabschnitt fertig. Da gibt es eine ganze Reihe an Straßen, an Brücken, die sind schon gebaut. Sollen die jetzt etwa im Nichts enden, diese Straßen? Das Problem ist doch relativ einfach. Da gibt es jetzt ein paar Berufsdemonstranten, die sind vom Hambi in den Danni gewandert. Den wollen sie jetzt nach dem Mund reden. Aber es kann nicht sein, dass Herr Al-Wazir im Landtag auch immer wieder die A49 verteidigt hat, dass die Grünen im Land Hessen das fertig bauen wollen und sie sich jetzt hier hinstellen und so damit zu behaupten wollen, sie hätten mit der A49 nichts zu tun. Das ist absolut unseriös. Wenn Sie auf die Baumhäuser hochkrabbeln, müssen Sie jetzt in Regierungsverantwortung wieder runterkommen. Und von diesen Beispielen gibt es eine ganze Reihe mehr, wenn man sich mal den Bundesverkehrswegeplan anschaut und die vielen Koalitionsverträge dort, wo die Grünen regieren. Ich kann leider nur einige wenige nennen. Nehmen wir mal zum Beispiel die Weserquerung in Bremen, die wollen Sie ja. Oder schauen wir mal nach Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein hat Ihr Bundesvorsitzender einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem steht drin, die A7, die Küstenautobahn, müsse zügig umgesetzt werden. Die A20 Lübeck-Oldenburg solle schnell umgesetzt werden. Jetzt wissen wir ja, dass Herr Habeck mit der Pendlerpauschale nicht so hat, haben wir im TV-Interview erfahren. Aber deswegen jetzt gleich allen Pendlern das Leben in Schleswig-Holstein schwer machen zu wollen, das ist jetzt wirklich ein bisschen zu viel. Und wenn Sie sich mal die Fehmarn-Belt-Querung anschauen, ein großes europäisches Infrastrukturprojekt, Staatsvertrag zwischen Dänemark und Deutschland, ganz Skandinavien soll besser angebunden werden an den europäischen Kontinent. Dazu gibt es einen Vertrag zwischen Deutschland und Dänemark. Und da steht drin, dass wir zwar den Tunnel mehr oder minder geschenkt bekommen von den Dänen, aber wir dafür zuständig sind, dass es einen Schienen- und Straßenanschluss gibt. Wollen Sie denn jetzt etwa für 7 Milliarden € einen Tunnel bauen ohne den notwendigen Straßenanschluss? Das wäre wirklich ein Angriff auf die Freundschaft mit Dänemark. Mit dem europäischen Gedanken hat das nichts zu tun, dass das irgendwelchen Demonstranten egal ist oder der AfD, verstehe ich ja noch, aber dass rechtsstaatliche Verträge und Verfahren Ihnen auch egal sind und auch der Europagedanke, das ist wirklich eine neue Erkenntnis dieser Diskussion. Und im Südwesten geht das weiter. Die B10 wird vierspurig ausgebaut. Das ist auch notwendig, damit nicht ein Riesenumweg gefahren wird, um in den Süden der Republik zu kommen. Ein absolut sinnvolles Projekt, das Sie auch in der Landesregierung mittragen. Der A1-Lückenschluss, seit 40 Jahren Thema, NRW und Rheinland-Pfalz packen das gerade an. Die packen das deswegen an, damit die LKWs nicht durch die Dörfer rollen. Sollen die jetzt weiter durch die Dörfer rollen? Also auch da ist Ihre Politik von vorne bis hinten unglaubwürdig. Im Landtag Rheinland-Pfalz hat Ihre Vertreterin gerade gesagt, wir wollen das nicht wieder diskutieren auf Landesebene. Ja, was jetzt? Wollen Sie es diskutieren oder wollen Sie es nicht diskutieren? Ich sage Ihnen, Deutschland braucht Planungssicherheit. Wir brauchen Rechtssicherheit. Wir können diese Rückfälle in grüne Sponti-Politik, die können wir nicht brauchen in Deutschland.
Es bleibt dabei, wir sind Transitland in der Mitte, im Herzen Europas. Verkehrswege sind auch ein Stück Lebensadern, die können wir nicht abtrennen. Und es gibt da scheinbar auch ein Stück weit ein Missverhältnis. Bei der Planungsbeschleunigung stehen Sie am Bundesrat auf der Bremse. Damit blockieren Sie übrigens auch, dass Radwege, Schienenwege schneller gebaut werden. Und Ihr Verhältnis zu Bäumen ist eigenartig. Bei Windkraft im Wald, da kann es gar nicht schnell genug gehen. Da kann man gar nicht genug Bäume fällen. Beim Straßenbau ist das scheinbar ein bisschen anders. Deswegen ist das Kernproblem, Sie wollen Fahrverbote, Sie wollen den Verbrenner verbieten, den Verkehr verteuern, den Straßenbau verlangsamen und stoppen. Sie sind wirklich die Partei der Autohasser. Bei Ihnen geht der Hass auf das Auto so weit, dass Sie sogar rechtsstaatliche Verfahren, den Europagedanken ignorieren. Deutschland ist ein Industrieland, Deutschland ist ein Autoland. Wir können uns Grüne in der Regierung nicht leisten. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion Die Linke die Kollegin